Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der WWE 2K19 Karriere. Die letzte Folge rechts oben am E verlinkt. Natürlich wieder unverbindlich hier hintereinander aufnehmen. Wie gesagt, das habe ich vor zwei Folgen gesagt, dass wir hier so eine Staffel haben, so einen langen Abend, wo ich den ganzen Abend lang WWE aufnehme, weil ich einfach Bock drauf habe. Und da habe ich auch erklärt, warum ich die Cap habe, da habe ich auch erklärt, warum kein Greenscreen, bla bla bla, vor zwei Folgen. Aber letzte Folge auch angucken, dürfte nicht verpassen. Also es ist nicht Baron Blade, das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, unbedingt die letzte Folge angucken, damit ihr nichts verpassen könnt, habt und was auch immer. Da haben wir nämlich unseren Titel Championship da gewonnen und haben ihn zweimal schon verteidigt. Und jetzt kommt wieder der maskierte Mann, der uns den abnehmen will. Es war ja Baron Blade, der maskierte Mann, aber die haben auch schon gesagt, der hat dann ziemlich viel abgenommen, wenn das Baron Blade sein soll. Und ich glaube auch nicht, dass es Baron Blade ist, aber ich habe ja was ich da genau gesagt habe, aber irgendwie jeder kann halt gegen mich antreten, um den bring den maskierten Angreifer in den gelben Bereich und triff ihn in den Ring mit einem Schlag. Also hier sollen wir auf jeden Fall nicht einfach so gewinnen. Ich weiß nicht, was genau hier passiert. Ob wir verlieren, ob was auch immer. Jedenfalls haben wir ja aufgerufen dazu, dass jeder gegen uns kämpfen kann und jeder uns den Titel abnehmen kann. Und das hat er scheinbar auch vor. Läuft bei dir! Das habe ich in der letzten Folge gesagt. Ich habe natürlich unbegrenzte Konter an, was ich viel cooler und realistischer finde. Weil unbegrenzt, also begrenzt kontern wäre, ist für mich so dumm. Und dann hat man mit meinen Werten nur drei Konter. Also guck mal, wie oft der kontert. Und das würde der auch machen, wenn es begrenzt ist. Und dann bin ich richtig am Arsch. Und wir würden richtig oft einfach verlieren. Ich soll ihn ja eigentlich gar nicht pinnen, also von daher. Aber er ist im gelben Bereich, also Batz. Ja, genau. Ich schlage ihn und er ist am Boden auf einmal. You thought it was Baron Blade. Leave it to Sammy to pull off some generic stunt like this. Ja, Kevin Owens kommt. Natürlich. Sami Zayn, Kevin Owens, was haben die jetzt vor? Sami Zayn are formally welcoming Buzz to SmackDown Live. It appears the on again off again relationship between Sami Zayn and Kevin Owens is on again, and these two will do anything when it comes to winning championships. Was sollte das denn jetzt? Jedenfalls, ja, war es klar, dass es nicht Baron Blade ist. Der will uns, glaube ich, ein bisschen aus dem Weg gehen und wir wollen ihn ja auch nicht mehr sehen. Nach seiner richtig geilen Aktion. Das ist crazy. So, zur nächsten Woche, Alter, wo sind wir denn hier? In unserem Van? Wir haben übrigens ganz viele Nachrichten. Okay, keine Ahnung. Cole Quinn. Sorry, dass ich nicht früher geschrieben habe. Glückwunsch zum US-Titel. Du legst bei SD Live, SmackDown Live einen gloriosen Start hin. Freue mich für dich, Bro. Cool von ihm. Der wollte mir auch gratulieren. Finde ich cool, dass er sich immer mal wieder meldet. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt reingucken, das ist mir egal. Machen einfach weiter. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich bin echt gespannt. Das ist nämlich ziemlich heikel gerade die Situation. Buzz wants to have a few words with Kevin Owens and Sami Zayn after what happened last week. All right, I know you guys prefer to gang up and jump people from behind, but if you want a fair fight,
step up and answer my US title open challenge one on one and not hide behind some mask either. That mask was hilarious, Sammy. What are you talking about? That was not me. Sammy, he pulled your mask off. Everyone saw it was you. You should have seen the look on your face when he came out wearing that thing. Allegedly. Okay, whenever you guys are done recalling the spineless actions from last week, you know where to find me. Before you get too involved with these idiots or have any more open challenges, don't forget, you still owe me a rematch for that U.S. title. He's right. Guys, we're gonna have to settle this some other time. Looks like I already have a match tonight. I don't care what he said. We're settling this tonight. Ach, diese Pisser, Alter. Ohne Spaß. Was ist denn mit denen, Alter? Jetzt wollen die uns scheinbar angreifen. Während dem Kampf mit dem anderen Typen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Sorry, Leute. Keine Ahnung. Das ist echt, ich kann mir sowas nicht einfach so merken, weil ich den zweimal gelesen habe, den Namen. Auf jeden Fall verstehe ich, dass er den Rückkampf will. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist lächerlich. Bobby Roode, genau. Aber das ist lächerlich. Sami Zayn und Kevin Owens wollen nicht den Rückkampf, sondern stürmen einfach zu zweit auf mich los. Despite the use of some underhanded tactics, Kevin Owens will get a shot at the United States title, and that match starts right now. Alter, wie dumm, Alter, das ist nicht dein Ernst. I'll just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. Das ist doch nicht, ey, das finde ich richtig lächerlich, dass die dem armen Typen, der wollte doch nur sein Rückmatch. Und die boxen ihn einfach. Spear! Yes. Lame seid ihr. Behindert. Dumm. Was mit dir? Jetzt spuckst du keine großen Töne mehr, oder? Jetzt, wenn ich dir mit dem Knie in die Fresse hau oder auch nicht. Dann gebe ich dir halt eine Batista-Bomb. Hau mal ein Cover raus, einfach just for fun. Was für die Zuschauer bestimmt cool ist. Und Kevin Owens dann schön Punkte bekommt. Und dann gibt es wieder eine schöne Batista-Bomb. In die Ringecke. Und Bats. So, im Ring in den roten Bereich bringen. Okay. Das ist ein bisschen weit weg, glaube ich, für meinen Spacken. Ja. Alter. Der kann nichts, kann der Typ. Was will der Spacken eigentlich? Was will der jetzt? Ich kann ihn nicht anwählen, schade. Ich hätte ihn gern geboxt. Okay, dann gibt's noch eine Batista-Bomb. Oder ist das überhaupt eine Batista-Bomb? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön in die Gegenecke reingedonnert. Und nochmal ein Pin. Dass es so aussieht, als wäre es ein echter Kampf. Bam, jetzt bist du doch im roten Bereich, oder? Spikebuster. Komm, noch einen Schlag setzen, dann bist du im roten Bereich. Batz. Ja. Das hast du verdient. Spacken. Ja, genau.
If you four want to fight so bad, then we'll have a match. Tonight, in the main event, it will be Buzz and Bobby Roode versus Kevin Owens and Sami Zayn. Oh. Wow, what a main event we'll have for you. Oh. Shots fired. Das gefällt mir. Aber ganz ehrlich, diese Arschlöcher, Alter. Sind das für Spacken? Junge, Tag Team, yes, das gefällt mir. Ich liebe Tag Team eigentlich. Ich finde es immer nur ein bisschen. Ja, es ist schwierig zu spielen, aber ich liebe es eigentlich. Richtig Bock drauf. Tag Team ist richtig geil. Tornado oder Tag oder was auch immer. It's Buzz, Junge, wir haben den US States Championship Titel. Das ist so krass. Ich finde das so nice. Okay, ich starte die Kamera hier mal auch mal neu und synchronisiere das Ganze. Synchro, hui! Und das kommt, weil es ein Uncut-Projekt ist, auch mit rein. Das ist richtig geil. Okay, egal, wir können das überspringen, das ist mir jetzt egal. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr für die Folge. Also, let's go! Kevin Owens, Sami Zayn. Wir müssen gewinnen. Und darauf habe ich Bock. Scheiße. Gott, war das traurig. Okay, das könnte spannend werden, weil der hat schon zweimal gekontert jetzt. Und Sami Zayn hat auch irgendwie Bock. Bin ich jetzt ein Kumpel von Bobby Roode? Zwar mit Cole Quinn auch ähnlich. Alter, ich wollte ihm irgendwie so einen German Suplex drücken. Das wäre stylisch gewesen. Also so im Lauf, so zack. Ja, nice. Und komm, hau ihm in die Fresse oder so. Ja, Bart. Nice. Aua. DDT. In mein Gesicht. Okay, Kevin Owens, siehst du da, das meine ich mit dem Schwierigkeitsgrad. Also er ist nicht zu schwer eingestellt. Vielleicht haben mir das Leute geschrieben. Wie gesagt, ich nehme hier hintereinander auf. Ich weiß es nicht. Aber so einer wie Kevin Owens oder so, das ist ein anderes Kaliber. Der ist... Jetzt müssten wir kontern. Ja, nice. Der ist halt einfach viel stärker, der, wenn er uns ein paar Mal trifft, also der hat uns ja viel weniger getroffen als wir den. Der hat direkt viel mehr Schaden bei uns gemacht. Und das ist auch so einer, der durchaus kontert und mich nervt. Von daher, ja. Okay, wir bringen auf jeden Fall jetzt mal Bobby Roode Bart. Dass der hier sich auch ein bisschen austoben kann. Weil der ist ja eigentlich auch gut, der war ja auch Champion. Also, der sollte da hier auch schon ein bisschen was reißen können. Ein bisschen mehr Schaden sogar machen als ich. Als ob der schon pinnt. Ach du Scheiße. Ja, befreit sich direkt. Richtig geschockt, ich wollte direkt reinkommen. Aber er hat sich direkt befreit. Nein, 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 nein. Okay, Sami Zayn. Fuck. Ja, der steht aber immer direkt wieder auf und kickt wieder eins in die Fresse. Ist das so geplant? Ist das so ein Move oder ist das unabsichtlich? Ja, okay, ich brauche eigentlich nicht rein. Der befreit sich ziemlich gut, ziemlich schnell. Noch zumindest. Und kontert hier auch. Nice. Und er hat auch ein Signature. In May of 2017, SmackDown Live saw an incredible... Bam. Nice. Spybuster ist am Arsch. Richtig nice. So, er hat auch einen Finisher. Wenn er dem direkt einen Finisher drücken würde, dann wäre der auch ziemlich geschwächt. Das wäre ziemlich geil. Aber hat er nicht so vor, glaube ich. Nee, er wartet darauf, dass er irgendwie kontert. Nice. Das war ja nicht mal ein richtiger Konter. Keine Ahnung, was das war.
Let the Irish last kicker turn the tide and get back into the match. Aber ich habe Vertrauen in den. Guck ihn an. Guck dir ihn an. Er kontert und ist einfach super. So, ich biete mich mal an, dass er es schnallt. Mal gucken, ob er es auch hinkriegt. Weil Sami Zayn ist gerade ein bisschen besser als er. Und Pinning gerade auch. Aber er befreit sich. Komm, 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 komm. Lol, das macht meiner da. Hä? Was macht der? Kann mir das jemand erklären? Bitte? Komm, 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 bitte. Spring auch so auf. Was war das jetzt? Das sieht ziemlich schlecht aus. Konter bitte. Mach irgendwas. Komm, 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 komm. Bobby Roode! Bobby Roode! Komm her, Mann! The results were something that couldn't be ignored. It was really unbelievable to witness the evolution of Cesaro and Sheamus as a team. We saw them improve every week and conquer a variety. Alter, Bobby Roode hat zwei Finisher. Der müsste nur kontern um ihn und ihm eingeben. Aber jetzt hat gleich Sami Zayn einen Finisher, das ist nicht gut. Signature hat er schon mal. Come on. Come on, das musste jetzt sein. Ich hatte nicht mal den angewählt, das war richtig traurig. Aber das hat nicht mal viel gebracht. Ach, Pisser. Komm, konter doch. Ach du Scheiße. Ja, ich gehe schon raus. Er ist jetzt auch da. Ich hab nichts gemacht. Lol. Hä? Was war das denn? Ja, ja, gib ihm den Finisher, gib ihm den Finisher, das ist gut. Komm, Pin. Nein, ich habe Kevin Owens nicht angewählt, ich bin so ein Drecksack. Bin doch so ein Pisser, bin ich. Ja, 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 ja. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Er drückt ihm noch einen Finisher, ja. Ja, 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 ja. Nicht taggen, nicht taggen, nicht taggen. Pin, 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 pin. Komm. Yes. Jo, der hat zwei Finisher gehabt. Das ist eigentlich... war das... vorhersehbar. Ich habe natürlich ein bisschen geholfen dadurch, dass ich Sami Zayn dann draußen ein bisschen verprügelt habe. Das mit Kevin Owens, das war scheiße. Das hätte, glaube ich, der erste Finisher und der erste Pin schon hingehauen. Aber... ja, den muss man halt erstmal anwählen. Da auf dieses System komme ich immer noch nicht klar, obwohl das Spiel schon länger draußen ist. So. Und jetzt Kevin Owens. Sami Zayn. Was ist los mit euch, Pissern? Habt ihr immer noch Bock? Ah, Mann. Auf jeden Fall nice. Haben wir gut gewonnen, gut für uns entscheiden können. Nächste Woche. Was passiert? Welcome back to SmackDown Live, where it appears Shane McMahon is now trying to sort out last week's US title mess. Was? Ich hab's gar nicht gelesen. Ups. Okay, Sami Zayn mit einer Maske haben wir jetzt bekommen und ein paar Punkte. Ja, ja.
kann ich mir wieder super tolle Sachen kaufen. Ich glaube, beim Spielerbaum kann ich jetzt auch einige Sachen wieder aktivieren, was ziemlich nice ist. Jetzt gibt's erstmal einen Ladebildschirm. Aber das war eine miese Szene hier. Kommen die einfach mit einem halbtoten Bobby Root rein. Okay, Sami Zayn, Bobby Root, Root. Ach, ich mein's genau andersrum. Ja, genau. Ich bin cool. Okay, ich rede erst mit ihm. Er ist jetzt mein Kumpel. Who else is gonna get a US title match before me? KO? Sammy, the janitor? The makeup lady? Tom freaking Phillips? Keine Angst, du kriegst deinen Rückkampf schon irgendwann. At some point? It should have happened weeks ago. But since it didn't, it needs... Ja, ja. I know a lot of guys are claiming they deserve a shot at your US title, but if anyone really does, it's me. Wieso du denn? Was redest du da? Du hattest bereits ein Titelmatch schon vergessen? Technically, the masked attacker had a US title shot, Sammy. Stimmt eigentlich. Ich mach dich zum Haupt. Really? Was? Nein. Ja, Hauptherausforderer für die Ich bin völlig verrückt und kriege niemals einen Rückkampf-Championship. What the fuck? I was this close to defeating you last week before Bobby Roode attacked me on your behalf. Genau, richtig knapp war das. Das war, weil du ihn mit Sami Zayn verprügelt hast, damit er nicht kämpfen kann. I don't know what you're talking about. He tripped on his rope, remember? Was war? But we're getting off track. Erstens, das habe ich nicht verstanden. My point is, I was going to pin you, but then I still won by disqualification, so I should be the number one contender for the US title. Halt die Fresse. Unglaublich, dass du immer noch an diese Unhangsgeschichte festhältst. Aber unser Match war wirklich gut, bevor wir unterbrochen wurden. Ich melde mich wegen eines potenziellen Rückkampfs. I wouldn't want any other accidents to happen. Rusev. Und noch ein anderer Typ. Okay, aber mit denen will ich eigentlich gar nicht plaudern, habe ich gar keinen Bock drauf. Auf Rusev habe ich irgendwie gar keinen Bock. Weil es halt ein Nebenmatch ist, deswegen. Also ohne Nebenmatch wäre ich ja zufrieden. Zum Ring. Was ist zum Ring? Habe ich dann das Match gegen Bobby Root? Weil ich hätte gerne das Match gegen Bobby Root. Das wäre cool. So, wie viele Minuten Aufnahmezeit sind wir? Ich glaube, wir sind durch, ne? Mal kurz gucken. Ja, wir sind durch. Okay, gegen Bobby Root hätte ich gern das Match. Gegen, also Nebenmatches hätte ich eigentlich nicht so gern. Weil ich halt einfach die Story vorantreiben will. Aber das ist jetzt egal, denn ich werde jetzt erstmal eine Abmod machen und dann erstmal die Stilpunkte vergeben. Eine kleine Pause machen und dann weiter aufnehmen. Aber nur eine Pause von ungefähr 10 Minuten. Also ich muss mich beeilen, damit ich um 23 Uhr wieder anfangen kann aufzunehmen. Yay. Lasst mich total, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin. Ciao, ciao.